Der Christo symbolisiert für uns die Gastfreundschaft. Und während der Weltmeisterschaft wird er die Inspirationsquelle für alle Brasilianer sein. Wir stehen hier mit ausgebreiteten Armen, um die Besucher, die Athleten und einfach alle Menschen zu empfangen. Wir von der Pastoral für ausgegrenzte Frauen fordern menschenwürdige Arbeit für alle Brasilianer und Brasilianerinnen. Wir fordern Respekt. Wir fordern keine Vergewaltigung der Menschenrechte. Wir fordern die Gleichstellung der Geschlechter. Wir brauchen ganzheitliche Bildung für die Kinder. Davon werden sie profitieren und zufrieden und fröhlich aufwachsen. Das Recht auf Transparenz, das ist ein Kampf der brasilianischen Bevölkerung. Wir möchten öffentliche Kontrollen. Wir fordern, dass die Territorien der traditionellen Gemeinschaften, vor allem der handwerklichen Fischer, frei zugänglich für ihre Arbeit und ihr Leben sind, damit ihre Kultur und ihre Lebensverhältnisse erhalten bleiben. Wir glauben in Brasilien an freie und demokratische Kommunikation, denn wir alle haben ein Recht auf Freiheit. Wir möchten, dass alle Jugendlichen ein besseres und menschenwürdigeres Leben bekommen und dass alle Kinder frei von jeglicher Gewalt leben können. Wir Brasilianer sind ein multikulturelles Volk. Diese Vielfalt wollen wir schützen. Wir fordern, dass entschieden gegen Korruption vorgegangen wird und politisches Handeln für jeden nachvollziehbar und transparent bleibt. Hier wohnte ich, aber wir wurden von diesem Ort vertrieben. Wir hoffen, dass die Regierung so etwas nicht mehr tun wird und dass die Bevölkerung sich organisiert, um gegen diese Situation vorzugehen. Unsere Forderung, eine ganz zentrale Forderung ist es, Zugang für alle, für die Armen, zu dem Gesundheitswesen und das Gesundheitswesen so zu verbessern, dass jeder menschenwürdig behandelt werden kann. Ich hoffe, dass die brasilianische Bevölkerung die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gewinnt.